Hi, mein Name ist Ress und ich bin ein Schwanzlutscher. Okay, das ist jetzt nicht meine Formulierung, sondern die dieses Herren hier. Dennis Check. Seines Zeichens Literaturkritiker des öffentlichen Fernsehens. Und mit öffentliches Fernsehen meine ich die Bildungsinstanz, die ganz Deutschland absolut gratis mit Bildungsfernsehen beliefert. Also, naja, mit Ausnahme vom GEZ-Beitrag natürlich, den jeder Deutsche zu zahlen verpflichtet ist, egal ob er nun dieses elitäre Bildungsprogramm wahrnehmen möchte oder nicht. Aber wo wären wir nur ohne diese zwangsfinanzierten Bildungsgiganten wie Sturm der Liebe, Daheim in den Bergen oder Anne Will? Ganz genau, in der Steinzeit. Eine harte Zeit, grausam, kalt und wild. Herr Scheck kann hier sicher unheimliche Geschichten aus seiner Kindheit erzählen, doch kommen wir lieber zum Wesentlichen dieses bildungsfernen und werbefinanzierten Videos. Die Wahrheit über das Kürzel LP. Wie viele ungebildete Menschen, die das höchst lehrreiche Bildungsfernsehen zwar kennen, aber dennoch meiden wie die Katze das Wasser, ging auch ich immer von der fälschlichen Ansicht aus, dass LP am Ende eines YouTube-Kanals für die Profession Let's Player stünde. Aber wie mich dieses hochgebildete Schwabbelhälschen lehrte, es steht für lutscht Nüsse. Aber wie komme ich zu dieser wagemutigen These? Na, dann schauen wir uns nach Jahren der Zwangsabgabe dann doch mal ein paar Sekunden des Öffentlich-Rechtlichen an. Platz 5. Paluten und Glaskern. Freedom. Die Schmahamas-Verschwörung. Sich dabei zu filmen, wie man ein Computerspiel spielt und diese Filmchen dann auf YouTube zu stellen, erinnert mich an jene besonders gelenkigen frühen männlichen Pornostars, die sich dabei filmen ließen, wie sie ihren eigenen Schwanz lutschten. Das war lustig, aber sicher kein guter Sex. Heute heißt diese extreme Form von Narzissmus Let's Player. Und ihr deutscher Star ist Patrick Meyer, alias Paluten. Der bedarf, weil literarisch nicht ganz so flexibel wie seine akrobatischen Vorläufer, eines Co-Autors namens Klaas Kern. Und das Ergebnis dieser großen Verrenkung ist dieses Buch. Sagte ich Buch? Es ist eher ein Offenbarungseid. Okay, fassen wir zusammen. Nicht nur, dass sich Herr Penischecker scheinbar gut mit Schmuddelfilmchen der 80er Jahre auskennt, in denen sich männliche Kunstturner selbst mit dem Mund beglückt. Nein, er kennt auch die Let's Player-Legende Paluten. Sorry, Paluten, nichts gegen dich. Aber es ist schon seltsam, wenn ein solch belesener Mann, der sich selbst Journalist nennt, einfach mal an Gronkh vorbei recherchiert. Aber schön. Zumindest haben wir jetzt einen Einblick in den Arbeitsalltag von Mr. Dick Checker. Pornos googeln und ganze Arbeitsstände im Bildungsfernsehen, das nebenbei mit unseren GEZ-Beiträgen finanziert wird, Lutscher nennen. Aber das ist ein Zyniker, der schon seit Jahren den... Das ist fantastisch, was mir demnach die Gelegenheit gibt, jeden Menschen in Deutschland pauschal zu beleidigen, weil ich nicht beleidige, sondern nur zynisch meine Meinung abgegeben habe. Toll! Aber mal unter uns. Es ist egal, was draufsteht. Wenn es nach Hundekot riecht... Und wie Hundekot aussieht, ist es Hundekot und kein Schokokuchen. Eine verf***te Beleidigung über eine moderne Berufsklasse ist und bleibt eine verf***te Beleidigung. Und auch wenn irgendein schwabbelhälsiger Truthahn sich im Berufsleben Pornos ansieht und darüber hinaus verpasst, sich ausreichend zu informieren. Ich danke deshalb den Öffentlich-Rechtlichen für die gute Handhabe mit den jährlich über die GEZ eingenommenen 8,1 Milliarden Euro. Schön, dass ihr von diesem Geld einem sonst aussichtslosen Menschen eine letzte Chance gewährt. Danke für die tollen Bildungsangebote, die es möglich machen, dass Paluten-Zuschauer nun das Wort Schwanzlutscher kennen. Unabhängig vom Alter natürlich. Das sind doch mal Bildungslücken, die dringend gestopft werden müssen. Wir, die Schatzlutscher, haben uns im Gegenzug einige Formate überlegt, in denen Dr. Dick Sucker ebenfalls für Furore und Aufklärung sorgen könnte.
Anne will dich. Aus Fakt machen wir einfach Fakt. Und daheim in den Bergen kann ihn sicher Dennis gut erklären. Den Film kennt er sicher auswendig. Zynische Kritik, ähnlich der Satire, weist meistens mit einem Angriff auf Missstände hin. Das ist die humoristische Pointe. Man beleidigt etwas, um darauf aufmerksam zu machen, um diese Missstände abzuwerten. Aber Abwertung erzielt leider selten gute Erfolge, wenn man sie in Form einer Beleidigung äußert. Krieg ist immer Krieg. Ein Angriff bleibt immer ein Angriff und führt nicht selten zu einem Gegenangriff. Keine Meinung kann durch Hass und Abwertung geändert werden. Und wenn es sich dabei auch noch um ein Kinderbuch handelt, dann sind Hass und Abwertung in diesem Ausmaß deplatziert. Ungesund. Stichwort gesund. Gesunde und ungesunde Selbstdarstellung. Narzissmus könnte man als ungesunde Selbstdarstellung bezeichnen. Aber wie unterscheidet man denn gesunde und ungesunde Selbstdarstellung? Nun, ohne sich zu zeigen, bleibt man einsam. Stellt man sich dabei aber über alle anderen, wird man einsam. Vielleicht sollten Sie darüber mal nachdenken, Herr Scheck. Das war lustig.